Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Heute wollen wir mal ein schönes Aquarell mit meinem neuen Aquarellfarbkasten von Van Gogh malen. Und da mache ich jetzt mal ein Unpacking und du kannst mal reinschauen, was da alles so bei ist. Also du siehst schon, das Ganze ist eine schöne Holzkiste, die gefällt mir richtig gut, weil, naja, Aquarell ist schon irgendwie, ja, so ein bisschen was Edleres, ne? Schauen wir aber mal rein, was es da alles so Gutes drin gibt. Und hier siehst du 24 Farben und eine Palette zum Mischen, die ich auch noch rausnehmen kann. Das gefällt mir schon mal sehr gut, weil, naja, ist ja nicht so, dass man das immer direkt im Aquarellfarbkasten mischen möchte und dann notfalls da rumtropft. Deswegen schon ganz gut, dass man die rausnimmt und dann mit den Haken wieder befestigen kann. Ja, das ist schon mal super. Dann sind da noch zwei Pinsel bei. Das heißt, du musst dir auch erstmal keine neuen Pinsel kaufen, wenn du nicht möchtest. Kannst du aber, weil das sind natürlich nur zwei und natürlich auch nur zwei kleine Größen. Und die Farbpalette kann ich auch rausnehmen. Das Schöne ist, ich kann die Farben hier auch immer nachkaufen. Ne? Diese kleinen Farben, die sind so ein bisschen reingeklippt, so ein bisschen fummeln. Und wie so kleine Zuckerstückchen kann man die jetzt hier so auspacken. Und dann kannst du die ja wieder da reinklipsen. Sie müssen ja eh alle ausgepackt werden, ne? Weil wir brauchen ja eigentlich alle Farben und vor allem Zugriff auf alle Farben. Ja, das soweit erstmal. Für unser Bild benötigen wir einmal den Stempel mit Lavendel und natürlich die Acrylplatten, wo wir den Stempel drauf kleben. Außerdem benötigen wir noch ein Lineal. Ich habe hier so ein Holzlineal, das ist immer ganz schön. Und natürlich einen Bleistift. Dann nehme ich immer einen ganz weichen, damit ich den auch wieder gut wegradieren kann. Jetzt geht es auch schon los. Erst einmal mache ich mir so einen Strich, so ja halb in der Mitte. Die kommt nicht so ganz drauf an, aber hauptsächlich geht es darum, dass er gerade ist, weil ich möchte natürlich auch gerade stempeln. Deswegen ziehe ich mir einmal so eine Hilfslinie hier so in der Mitte. Nicht zu sehr aufdrücken, das ist immer wichtig, weil dann kannst du es auch später wieder vernünftig wegradieren, ne? Sonst wird das schwierig. Und dann kommt das, ja, dieser Acrylstempel, dieses Acrylset. Da brauche ich den größten Stempel für, weil ich muss ja jetzt meinen Acrylstempel auf diesen Acrylblock kleben. Der klebt von ganz alleine, brauche ich auch keinen Kleber oder sowas. Einfach nur den da drauf machen, schön festdrücken. Und wenn dem so ist, dann können wir auch schon loslegen. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch ein Stempelkissen. Es darf nicht zu klein sein. Ich habe es erst mit einem ganz kleinen versucht, aber das geht nicht so richtig gut, weil diese kleinen Stempelkissen, da kann man natürlich ganz schwierig nur die großen Stempel mit benetzen. Deswegen, so ein großes Stempelkissen ist nicht teuer, ist aber ganz hilfreich. Jetzt drücke ich meinen Stempel da gut rein und drücke ruhig mal so in die Mitte, damit wirklich alles gut mit Farbe benetzt ist. Weil sonst, ja, wird es nicht sehr schön, ne? Deswegen muss man schon ganz ordentlich vorgehen. Und jetzt nehme ich die Hilfslinien natürlich und die Striche auf meinem Acrylblock. Und wenn ich dann richtig fest aufdrücke und auch in der Mitte nochmal drücke, dann sollte das ein vernünftiges Abbild werden. Ganz vorsichtig natürlich. Aber du siehst, da ist alles dran, was auch dran sein soll. Außer ich habe mir noch ein bisschen geschmiert, aber das ist ja nicht so schlimm. So, dann geht's weiter. Wir brauchen noch den nächsten. Soll ja so ein kleiner Lavendelhain werden, ne? So noch ein. Also wieder so in der Mitte drücken, damit das auch gut benetzt ist. Und dann geht es auch mit dem zweiten schon weiter. Rein theoretisch könntest du natürlich jetzt hier auch ein bisschen versetzt arbeiten. Ich lasse das Ganze ein bisschen überlappen, damit da keine Lücke kommt. Aber setze es nicht nach vorne. Ja, ich lehne einfach, weil ich mir jetzt einen Strich gezogen habe und weil ich das Bild so im Kopf habe. Aber das kannst du natürlich auch machen. Man muss ein bisschen aufpassen, vielleicht noch ein bisschen was nachzeichnen, weil sonst könnte es hinterher nicht so schön aussehen. Wenn du es überlappst, dann steht das andere ja weiter vorne als das erste Bild und dann könnte es ein bisschen seltsam aussehen. Aus dem Grund mache ich das jetzt einfach mal nur in einer Reihe. Jetzt nehmen wir unser flüssiges Maskiergummi, das ist farblos und damit male ich jetzt über das Lavendel drüber, damit das erstmal abgedeckt ist, bevor ich anfange zu malen. Und das Ganze mache ich natürlich mit einem Pinsel. Vorsicht hier,
der Pinsel muss einiges aushalten. Man muss ihn hinterher natürlich auch noch wieder sauber kriegen. Das ist nicht so ganz einfach. Ich nehme jetzt einfach von meinem Maskiergummi den Drehverschluss und schütte da etwas rein. Weil ich möchte es jetzt gar nicht in den Farbkasten machen. Und naja, das funktioniert. Dann kann ich es auch prima hinterher wieder zurückschütten. Also jetzt erstmal da reingegeben. Und dann wird das ganz vorsichtig überpinseln. Das Problem hier ist jetzt, dass das Ganze sehr feingliedrig ist sozusagen. Schlicht und einfach, naja gut, die Lavendel sind natürlich nicht besonders dick, ne? Deswegen habe ich jetzt hier ganz viele Phasen. Du musst bedenken, wenn du das Ganze trocknet ja jetzt. Und wenn das getrocknet ist und du später den Hintergrund gemalt hast, dann ziehst du das Maskiergummi ja wieder ab. Das ist dann einfach abgedeckt. An den Stellen hat sich natürlich keine Farbe eingeschlichen, so ist es im besten Fall. Und alles, was drumherum ist, ist natürlich hinterher auch weiß. Aus dem Grund musst du ganz vorsichtig vorgehen und auch sehr ordentlich sein, weil wo immer das Maskiergummi ist, bleibt es weiß oder eben schwarz vom Lavendel. Jetzt werde ich erstmal meine Hilfslinie los. Hätte ich natürlich auch schon vorher machen können. Es wäre auch keine so schlechte Idee gewesen, das zu machen, bevor ich das Ganze mit diesem flüssigen Maskiergummi bemale.
jetzt darf endlich der Kasten ran. Also werden wir jetzt mit den Aquarellfarben malen. Und da habe ich dann natürlich einen Pinsel aus meinem Künstler-Aquarell-Set genommen, um jetzt die Landschaft dahinter zu ziehen sozusagen. Ja, jetzt geht es auch schon los. Das Maskiergummi ist gut trocken und ich nehme jetzt das Dunkelblau und gehe ganz leicht wieder mit ganz viel Wasser darüber, um so ein leichtes Dunkelblau erstmal da einzufärben. Ich möchte gleich noch mit einem Lila da rein, deswegen ist Dunkelblau erstmal nicht schlecht. Aber du siehst schon, wie sich die Aquarellfarben hier verhalten. Also sie lassen sich sehr leicht vermischen, die sind sehr strahlend. Also die halten wirklich, was sie versprechen. Die sind sehr schön zu verarbeitende Farben. Und ja, hier kannst du das Ergebnis ja schon mal so ein bisschen sehen. Jetzt ziehe ich hier so einen Lila-Ton mit rein. Natürlich an mir, wo ich das mache und ob ich das noch ein bisschen stärker mache. Das Ganze so richtig glühend von innen heraus. Deswegen kommt überall so ein bisschen hin. Jetzt nehme ich meine weiße Acrylfarbe von Artessa, mache so ein bisschen einfach auf den Block drauf und benutze den ja, zum Spritzen. Ne? Ich gehe jetzt mit dem Pinsel einfach da drüber und lasse den so richtig durch abbürsten sozusagen und dann gibt es überall noch so ein paar schöne Spritzer, weiße Spritzer. Ich gehe jetzt mit dem Acryl nochmal rein, ein bisschen, dass das Ganze nach oben noch ein bisschen Luft hat. Deswegen einfach nochmal ein bisschen blau und ein bisschen lila. Und nun wird befüllt. Das muss eigentlich richtig gut trocken sein, bevor es weitergehen kann. Ich nehme noch ein bisschen mehr weiße Farbe und lasse das noch mehr drüber spritzen. Jetzt wird es richtig, saue ich hier alles ein. Aber ich glaube, das hat einen Wert, weil das Maskiergummi, das hat ja viel abgedeckt. Und aus dem Grund ist es eine ganz gute Idee, jetzt noch ein bisschen mehr weiße Spritzer darüber kommen zu lassen. Stell unbedingt sicher, dass das Ganze richtig gut trocken ist, bevor du jetzt anfängst, dieses Maskiergummi abzuknibbeln. Und da brauchst du einfach nur so leicht mit dem Finger drüber rubbeln. Und dann merkst du auch schon, dass das Maskiergummi abgeht und dass du es einfach so abziehen kannst. Und dann auch in der Hand hältst. Ne? Du siehst jetzt rundherum um den Lavendel sind so weiße Linien. Das ist natürlich da, wo ich halt auch mit dem Maskiergummi war. Wie gesagt, das konnte man nicht so genau machen. Wollte ich auch gar nicht, weil ich finde das so eigentlich sehr schön. Nämlich auf diese Weise habe ich noch ein bisschen Lichtschein dadurch. Jetzt brauche ich meine Brush-Pen, das sind Aquarell-Pens sozusagen, also Aquarellstifte. Und die nehme ich jetzt, um da nochmal drüber zu malen. Ich nehme einfach schwarz und male jetzt über die Lavendelstücke nochmal drüber. Ist natürlich nicht 100% so gewollt gewesen, aber so ist mir das Ganze ein bisschen zu schwach. Deswegen gehe ich da einfach nochmal drüber. Du musst gar nicht über jedes einzelne gehen. Aber ja, so im Groben, ne? So, dass man sehen kann, das ist Lavendel, dass man oben so ein bisschen die Fasern nachmalt, die, alles, was so aus dem Lavendel rausguckt, so ein bisschen nachgeht. Und dann sieht das auch richtig schön aus. Dann sieht das nämlich aus wie eine Gegenlichtaufnahme. Und natürlich die Stellen, die jetzt hier kaputt gegangen sind durch das Maskiergummi, leider Gottes, die werden dann auch abgedeckt. Die siehst du dann gar nicht mehr. Und das Ganze funktioniert natürlich auch prima jetzt mit dem Aquarell. Dahinter. Ich könnte jetzt sogar noch mit Wasser reingehen, wenn ich das wollte, weil diese Stifte lassen sich ja theoretisch zumindest mit Wasser vermischen. Hast du keine Brush Pen, also keine Aquarellstifte, ist es keine große Sache. Du kannst auch einfach Filzstifte dafür nehmen. Jetzt sind wir mit unserem kleinen Kunstwerk auch schon fertig. Du siehst jetzt, es sieht aus wie eine Gegenlichtaufnahme. Es sieht richtig schön aus jetzt mit dem mit den Farben dahinter. Es gefällt mir sehr gut. Was ich machen werde, ist, ich werde das ganze Blatt natürlich kleiner schneiden, um es dann zu rahmen oder als Karte zu benutzen. Ja, da kannst du dann ganz kreativ vorgehen. Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen und ich freue mich auf dich im nächsten Malvideo.